Liebe Teilnehmer, herzlich willkommen zum heutigen Webinar aus unserer Serie Wissen hoch 2. Mein Name ist Sandra Fröscher und ich werde dieses Webinar für Sie moderieren. Heute befassen wir uns mit dem Thema ITIL und DevOps. Surfew möchte Ihnen die Möglichkeit geben, sich kurz und kompakt über aktuelle Entwicklungen und Themen in den Bereichen Governance, Service Management und Projektmanagement zu informieren. Der Vortrag wird etwa 45 bis 55 Minuten dauern. Sie haben die Möglichkeit, in der Chatfunktion Fragen zu stellen. Ihre Fragen gelangen nur zum Moderator, sprich zu mir. Fragen zur Technik werden Ihnen direkt beantwortet. Wenn uns am Ende des Vortrags die Zeit reicht, werden wir auf die eine oder andere Frage direkt eingehen. Falls die Zeit nicht reichen sollte, werden Ihre Fragen schriftlich beantwortet und Ihnen per E-Mail zugeschickt. Ihr heutiger Dozent für dieses Thema ist Herr Michael Hein. Er ist ausgewiesener Spezialist und erfahrener Berater und Trainer in diesem Fachgebiet. Somit übergebe ich an meinen Kollegen und wünsche Ihnen eine sehr informative Stunde. Ja, vielen Dank, Sandra. Ja, herzlich willkommen zu unserem Webinar. Mein Name ist Michael Hein und ich möchte Ihnen heute die Inhalte von DevOps und ja auch die Zusammenhänge von DevOps im Rahmen mit ITIL in einem Überblick vorstellen. Das Webinar ist so aufgebaut, dass ich Ihnen zunächst einen kurzen Überblick gebe und im Anschluss schauen wir uns an die Ausgangssituation, das heißt, als die bestehende organisatorische Trennung zwischen Development und Operations. Unter Punkt 3 dann DevOps, die Inhalte und Zusammenhänge im Überblick, wie stellt sich das Ganze zusammen? Und unter Punkt 4 dann Summary, die Zusammenfassung der Inhalte. Abschließend noch ein kurzer Ausblick zu den DevOps-Produkten der Surfew, die wir im Anschluss auch anbieten. Ja, DevOps, die Definition, wie stellt sich das aktuell dar? Also im allgemeinen Verständnis handelt es sich bei DevOps um ein Verfahren oder um einen Ansatz, durch den die Zusammenarbeit von Entwicklung, also von Development und Operations verbessert wird. Wichtig ist dabei, dass es die am Markt allgemeingültige Definition oder das Verständnis, es gibt aktuell hierzu noch keine einheitliche Definition. Insofern werde ich auch im Laufe des Webinars die Definition und den Umfang von DevOps auf Sicht der Surfew näher beschreiben und ihn darstellen. Ja, die Ausgangssituation, Entwicklung und Betrieb, die unterschiedlichen Sichten. Wir sehen hier die verschiedenen und auch die widersprüchlichen Perspektiven und Zielsetzungen zwischen Entwicklung und Betrieb. Wir haben zum einen das Thema Änderung und Stabilität. Das heißt, aus Sicht der Entwicklung ist dabei natürlich der Fokus, fortlaufend Änderungen, also Changes vorzunehmen. Das heißt, die Entwicklung bekommt Anforderungen vom Kunden, vom Business, neue Services einführen oder bestehende zu ändern. Und die Entwicklung muss jetzt die Änderungen schnellstmöglich umsetzen. Also das heißt, die Changes, die Änderungen sind ein wesentlicher Punkt. Demgegenüber im Bereich des Betriebes haben wir natürlich Stabilitätsanforderungen. Das heißt, der Betrieb muss sicherstellen, dass die Systeme verfügbar sind und dass auch die Stabilität und die SLA-Einhaltung gewährleistet wird. Ein zweiter Punkt oder ein zweiter Widerspruch ist die Geschwindigkeit. Das heißt, wir haben im Bereich der Entwicklung die Situation, dass sie rasch, also sehr schnell auf die Veränderungen reagieren muss, die vom Business kommen. Insofern ist dadurch natürlich auch ein notwendiger Pragmatismus als Rahmen für die Entwicklung enthalten. Das heißt, hier ist der Rahmen auch eine hohe Release-Frequenz durchzuführen, dass die Geschwindigkeit hergestellt wird. Auf der anderen Seite im Betrieb heißt es natürlich, dass jede Veränderung ein Risiko ist. Also jede Veränderung hat das Risiko, Potenzial für die Produktion, dass dort ein Impact entsteht und dass die Produktion vielleicht nicht mehr sauber läuft. Ein dritter Punkt oder ein dritter Widerspruch oder eine unterschiedliche Perspektive ist der Punkt iterativ planbar. Das heißt, die Entwicklung bekommt die Bedarfe vom Business, muss sehr rasch, sehr schnell das Ganze abbilden und dass ein Medium dafür oder eine Methodik dafür ist eben das iterative, das ja auch agile Vorgehen, um eine höhere Umsetzungsgeschwindigkeit zu erreichen, um die Anforderungen sehr schnell abzubilden.
Demgegenüber die Planbarkeit des Business, um im Hinblick auf Stabilität, Verfügbarkeit sicherzustellen, dass kein Impact oder kein gravierender Impact auf die Produktion sich darstellt. Die Entwicklung hat auch natürlich die Perspektive, Funktionalität einzubringen. Das heißt, die ganzen Anforderungen, die vom Business bestehen, Utility und Warranty, müssen abgebildet werden und hat natürlich insofern auch die Perspektive, alle Funktionalitäten abzubilden. Demgegenüber der Betrieb hat natürlich den Fokus, die Komplexität zu reduzieren. Also das heißt, je größer, je komplexer natürlich die Anforderungen und dementsprechend auch Systemlandschaften sind, umso schwieriger wird das natürlich, das Ganze auch in Produktion sauber zu steuern und stabil zu halten. Insofern die Einfachheit, die Verschlankung mit der Perspektive des Betriebs. Flexibilität, Struktur bzw. der organisatorische Aspekt soll heißen, dass die Entwicklung natürlich sehr projektgetrieben, also in Form einer Projektorganisation aufgebaut ist, um sehr flexibel reagieren zu können und demgegenüber Operations der Betrieb mit einer großen Struktur, mit klaren Regeln, Zuständigkeiten, Abläufen in eine Aufbauorganisation aufgesetzt ist. Wir sehen hier den Entwicklungszyklus und die Zusammenhänge. Sie kennen sicherlich alle die Zusammenhänge. Das heißt, die Anforderungen des Kunden, die aufgenommen, die bewertet, priorisiert werden müssen, das Ganze im Design konzeptioniert wird, im Bild entsprechend umgesetzt wird, das Testen, Releasen, Deployen und schließlich die Überführung in den Betrieb. Das ist der klassische oder eine Darstellungsform der klassischen Zusammenhänge. Die Frage ist jetzt an der Stelle, wie wird das Ganze in DevOps umgesetzt? Dazu kommen wir auf den folgenden Folien auch noch. An der Stelle auch der Hinweis, das geht auch so ein bisschen in die Definition rein. Generell wird im Zusammenhang mit DevOps auch angenommen, dass DevOps sich nur um die Verbesserung von Build und Deployment kümmert. Also das heißt Build und Deployment beziehungsweise in den Strang zwischen Build und Deployment. Die Automatisierung von Build und Deployment wird dabei auch von der Begrifflichkeit Continuous Delivery genannt und ist zeitlich auch einigermaßen parallel entstanden oder hat sich entwickelt mit dem DevOps-Thema. Nichtsdestotrotz bedeutet DevOps, also DevOps hat einen größeren Umfang, also sprich Continuous Delivery, Build und Deployment zu verbessern, zu automatisieren, ist eine Teilmenge von DevOps, aber DevOps geht deutlich darüber hinaus. Ja, die Ausgangssituation, wie stellt sich das organisatorisch dar? Hier mal an einem an einer beispielhaften Übersicht dargestellt. Wir haben in der IT den CIO und darunter die Abteilung bzw. Teams. Ein mögliches Team, die Entwicklung bzw. die IT, der IT-Betrieb und daneben dann angrenzende Teams und Abteilungen. Was wir sehen, ist in der Ausgangssituation, dass wir eine sehr starke Trennung zwischen Entwicklung und Betrieb haben. Das heißt, eine große organisatorische Trennung. Und insofern ist die Wahrnehmung des Betriebes auch, dass hier in der zweiten Darstellung aufgeführt, dass die Entwicklung Applikationen, Services entwickelt und dann übergibt. Und diese Übergabe wird nicht selten vom Betrieb wahrgenommen oder erlebt als, ja, die Applikation wird sozusagen über den Zaun geworfen und der Betrieb muss die Applikation jetzt in der Form aufnehmen, betreiben und dann sicherstellen, dass das Ganze auch vernünftig, stabil und sauber funktioniert. Die Situation nicht selten ist auch, dass der Betrieb, der die Applikation bzw. die Services bekommt und dann betreiben soll, im Allgemeinen nicht wirklich frühzeitig und inhaltlich eingebunden ist. Das ist vor allem die Sichtweise des Betriebes. Sie bekommt die Applikation, die Services, ist aber nicht wirklich frühzeitig mit eingebunden und kann sich entsprechend darauf auch organisatorisch, ablauftechnisch etc. vorbereiten. Und durch diese Trennung, durch diese organisatorische Trennung ergeben sich dementsprechend auch Konsequenzen. Das heißt also, wir haben Punkt 1, Verfügbarkeit der Information für den Betrieb und Awareness-Vorbereitung der Organisation sind zwei
exemplarische Punkte. Das heißt, Operations hat erst zum Zeitpunkt der Übergabe oder kurz vor dem Zeitpunkt der Übergabe wirklich alle notwendigen Informationen zu dem neuen Service. Das heißt, die Organisation kann sich auch erst dann wirklich auf die Veränderungen vorbereiten und einstellen im Sinne von Prüfung, Anpassung der Abläufe, Ressourcen, Skills, Dokumentation, vielleicht technische Dinge etc. Da dem so ist, nicht selten treten entsprechend auch Issues auf, beziehungsweise werden die Issues auch erst sehr spät erkannt. Und dieses sehr spät, entweder kurz vor der Betriebsübergabe oder im Rahmen von Tests, und nicht selten führt das dann genau zu diesen Ad-hoc-Maßnahmen und zu dem Firefighting, der im Allgemeinen ausgeschlossen oder möglichst vermindert werden soll. Und das Problem ist an der Stelle, dass bei einer Vielzahl von Störungen, von Issues, je nach Projektsituation, das Ganze auch nur noch schwer beherrschbar wird. Das heißt, die Issues sind vielleicht von der Komplexität und vom Umfang so groß, dass sich dann entweder das Projekt oder die Übergabe des Projektes in Produktion verzögert, oder man geht dann das Risiko ein, die Issues, die Risiken mit in Produktion zu übernehmen. Parallel dazu, zu dieser organisatorischen Trennung und auch der Vorbereitung der Organisation, also des Betriebes, heißt es auch, dass Operations auch sehr spät im Allgemeinen die Möglichkeit hat, seine Anforderungen mit einzubringen und mit berücksichtigen zu lassen. Das heißt also, Beispiele sind Monitoring, Event, Alarmierungssysteme oder auch Dinge für die Automatisierung von Vorgängen oder für Eskalationsverfahren. All das sind Dinge, die erst sehr spät einfließen und dass sich der Betrieb sehr schnell, sehr spät erst darauf vorbereiten kann. Die Konsequenz ist, dass, um das Thema zu kompensieren, entsprechend Tests, aufwendige Testverfahren entwickelt werden, durchgeführt werden, was natürlich sehr zeitaufwendig, teuer ist und entsprechend die Deployments auch verzögern kann. Letztendlich ist die Wahrnehmung von Ops auf der einen Seite, dass die Entwicklung oder für die Entwicklung die Arbeit erledigt ist, wenn die Anwendung in der Entwicklungsumgebung sauber läuft und damit auch übergeben werden kann. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise in der Entwicklung ist, dass Ops immer viel zu bürokratisch und formal und auch unflexibel ist und sich nicht wirklich schnell auf Veränderungen einstellen kann. Und diese unterschiedlichen Sichten und dieses Silo-Denken, wie es hier bezeichnet ist, fördert natürlich dann auch nicht unbedingt die übergreifende Zusammenarbeit. Das heißt, jedes Team legt vielmehr seinen Schwerpunkt und die Aufgaben auf seine Ziele des Teams hinaus. Das heißt, wir haben ein großes Silo-Denken, das diese ganzheitliche End-to-End-Sicht verringert. Und wir haben natürlich als letzten Punkt hier eine reduzierte Gesamttransparenz. Das heißt also, vor allem aus der Business-Perspektive geht diese Gesamttransparenz verloren. Das heißt, wo stehen wir aktuell, was sind die Themen, wer hat die übergreifende Verantwortlichkeit, weil jeder nur noch für eine Teilmenge zuständig ist, aber nicht end-to-end für die komplette Kette. Daraus resultieren dann entsprechend auch die Risiken, das heißt Issues, Störungen in der Produktionseinschränkung können ein Thema sein. Ein Thema kann sein Verzögerungen, dass wir also Terminverschiebungen des Go-Lives haben von Projekten oder Programmen oder auch, dass SLA-Verletzungen eintreten mit möglichen Penalen etc. In der Konsequenz bedeutet das natürlich Nacharbeiten, Korrekturen, vielleicht auch dauerhafte Workarounds in der Produktion, und letztendlich stellt sich auch die Frage der Wirtschaftlichkeit des Betriebes, das heißt also Stichwort Business Case und TCO, inwieweit rechnet sich das Ganze tatsächlich noch. In dieser Übersicht, wir haben eben gesprochen zwischen Entwicklung und Betrieb und dieser bildlich gesehenen Mauer dazwischen, sehen wir hier auch nochmal im Zusammenspiel mit dem Business. Das heißt, die Kommunikation mit dem Business erfolgt getrennt. Einmal Entwicklung und einmal Betrieb. Das heißt also, Inhalte, Vereinbarungen und auch Planungen sind nicht wirklich sauber aufeinander abgestimmt. Was man daraus auch sehen kann, bildlich, ist, dass das Business
der Leidtragende dieser Situation ist. Entwicklung und Betrieb arbeiten nicht durchgehend end-to-end, komplett abgestimmt miteinander, und der Leidtragende dieser Situation ist dann das Business. Das Business ist natürlich direkt abhängig von den IT-Services, und jede Verzögerung, jedes Problem, das entsteht aus der durchgängigen Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Betrieb, schlägt direkt durch. Das heißt, das Business nimmt es wahr, und es wird auch direkt sichtbar und spürbar für das Business. Insofern gibt es auch nur tatsächlich zwei Optionen. Das heißt also, die Option 1 ist, dass Entwicklung und Betrieb wirklich durchgehend und optimiert miteinander austauschen, also im direkten Austausch sind und durchgängig und in der optimierten Zusammenarbeit die Services erbringen und schnell, rasch auch dem Business anbieten. Das ist Option 1. Oder falls das nicht umgesetzt wird, ist die Option 2 möglicherweise eine Konsequenz, dass sich das Business einen anderen IT-Provider sucht. Das heißt also, dass ja, das Business, dass also die Services nicht mehr vom Entwicklungs- und Betriebsteam erbracht werden, sondern dass es von einem anderen Provider erbracht wird. In der Konsequenz sieht man daraus auch, dass Entwicklung und Betrieb, das Zusammenführen, was letztendlich den DevOps-Gedanken darstellt, dass das kein IT-Thema, kein IT-internes Thema ist, mit dem sich auch die IT optional auseinandersetzen kann, wenn auch mal die Zeit dafür da ist, sondern dass der Bedarf und die Anforderung direkt vom Business getrieben wird. Also das heißt, in der Zusammenfassung dieser Sichtweise, der Leidensdruck geht vom Business aus, ist Punkt 1, aber auch der Treiber, der Nutznießer, derjenige, von dem der Bedarf und die Notwendigkeit auch ausgeht, ist das Business. Das heißt, in der Konsequenz muss sich die IT auch direkt damit auseinandersetzen und eine Lösung finden. Ja, DevOps, was sind denn so die gemeinsamen Perspektiven? Gemeinsame Perspektiven sind Änderungen, die durchzuführen sind, natürlich auch sehr schnell, aber auch unter Einhaltung der Stabilität und der Verfügbarkeitskriterien, also sozusagen beide Seiten der Waage, die hier einzuhalten sind. Generell von der Charakteristik der Vorgehensweise ist DevOps sehr auf der agilen Vorgehensweise ausgerichtet. Agil, wir werden es noch sehen, das heißt also auf Geschwindigkeit, auf Schnelligkeit ausgerichtet. Funktionalität und Einfachheit heißt an der Stelle ein zweites Prinzip oder ein zweiter Rahmen, dass im Rahmen DevOps sehr auf Lean-Aspekte das ausgerichtet ist. Lean, also sehr auf Vereinfachung, Verschlankung der Zusammenarbeit, der Abläufe etc. ausgelegt ist. Und als letzter Punkt hier exemplarisch auch die abgestimmte Sicherheit, die Security-Anforderungen, die auch auf eine gemeinsame Sicht hin auszurichten sind. Was ist jetzt der Mehrwert? Was bringt eigentlich DevOps? Im Grunde genommen ist der Mehrwert zunächst mal optimierte Zusammenarbeit. Das heißt also verbesserte Zusammenarbeit der Teams zwischen Betrieb und Entwicklung und auch eine verbesserte Release-Qualität. Verbesserte Release-Qualität heißt hier auch Risikominimierung. Das heißt also, dass das Risiko reduziert wird, dass es Störungen, auch gravierende Störungen in der Produktion gibt. Ein dritter Punkt, Time to Market verkürzen. Das heißt also dadurch, dass über DevOps und die Prinzipien und Methoden das Ganze beschleunigt wird, können die Release-Intervalle reduziert werden. Und dadurch können wir sehr viel schneller auf Business-Anforderungen reagieren, diese umsetzen oder auch auf Marktveränderungen, also sprich kürzere Time to Market abbilden. Ein vierter Punkt sind auch dabei Effizienzsteigerungen. Das heißt, wir haben reduzierte Aufwände und Kosten für die Entwicklung und für den Betrieb. Wir sprechen von Verschlankungen der Prozesse und auch sehr an der Ausrichtung des Mehrwerts. Also was ist wirklich der Mehrwert, was ist der Value für das Business und wie muss die Wertschöpfungskette innerhalb der IT sein, um die Services darauf auszurichten.
und letztendlich auch ganz wesentlich Erhöhung der Kundenzufriedenheit. Das heißt, durch die schnellere Bereitstellung oder Umsetzung der Anforderungen, durch Verkürzung der Release-Intervalle und durch eine höhere Stabilität und Qualität wird natürlich auch die Kundenzufriedenheit entsprechend ansteigen. In der Zusammenfassung kann man hier auch nochmal sagen, DevOps ist nicht nur relevant für die IT, vor allem, wie gesagt, weil das Ganze direkt einen Mehrwert hat und den Bedarf auch unmittelbar für das Business erbringt. In dieser Darstellung sehen wir nochmal die organisatorische Abbildung, wie sich das Ganze heute darstellt. Und im Rahmen von DevOps sieht das Grundprinzip so aus, dass bildlich gesehen wir weiterhin IT-Entwicklung und IT-Betrieb haben. Diese sind bildlich gesehen auch sehr nah zusammengerückt und DevOps-Team bedeutet, dass sich das Ganze sozusagen als gemeinsames, als virtuelles Team darstellt, das ganz sauber zusammenarbeitet. Das heißt, wir sprechen hier bei DevOps von einem gemischten Team, das aus Entwicklung und Betrieb besteht. Dieses Team, das DevOps-Team, ist gemeinsam verantwortlich für die definierten Anwendungen bzw. Services und auch wenn Issues, wenn Probleme auftreten, erfolgt eben nicht dieser Ping-Pong-Effekt zwischen beiden Teams, sondern das DevOps-Team kümmert sich gemeinsam darum, die Issues und die Probleme zusammen zu lösen. Und das Team wird im Grunde genommen auch an der Verfügbarkeit bzw. an der Lösung der Services und der Qualität und Verfügbarkeit gemessen. Das heißt also, dieses bisherige Fingerpointing, das sich in der Ausgangssituation nicht selten darstellt, wird hier durch diese End-to-End-Betrachtung kompensiert oder besteht dann nicht mehr. In dem Zusammenhang, DevOps ist auch keine Rolle, es ist praktisch eine Vorgehensweise, es ist also keine neue Abteilung oder ein neues Team, das gebildet wird, sondern es ist ein virtuelles Team, über das die Zusammenarbeit von Entwicklung und Betrieb optimiert wird. Das Grundprinzip hier sehr vereinfacht dargestellt von DevOps lässt sich aus drei Wegen oder aus drei Prinzipien darstellen. Das Ganze wird The Three Ways genannt. Hier der erste Weg, First Way. Das heißt, im ersten Schritt geht es darum, um das sozusagen systemische Denken. Das heißt, es wird das Zusammenspiel zwischen Development und Operations betrachtet. Das heißt, es erfolgt eine ganzheitliche Betrachtung und auch Optimierung der IT-Wertschöpfungskette. Das heißt, wie läuft sozusagen der in der Ausgangssituation der bestehende Wertschöpfungsprozess zwischen Development und Operations und auch im Zusammenspiel mit dem Betrieb, mit dem Business. Das heißt, das, worum es hier geht, ist diesen Prozessfluss, den sogenannten Flow der Wertschöpfungskette zu verstehen und diesen Gesamtzusammenhang als Gesamtkette aufzuzeigen. Das heißt, vom Kundenrequest, von der Aufnahme der Anforderung bis zur Definition, bis zum Bildtest und dann auch bis zur entsprechenden Überführung in Produktion. Das heißt, der Fokus liegt hierbei auf der kompletten Wertschöpfungskette zwischen IT und Business und auch die Fragestellung, in welcher Form und mit welchem Mehrwert unterstützt denn tatsächlich die IT das Business und wie ist der komplette Prozessfluss? Das ist der First Way. Im Second Way werden hierbei sozusagen Feedback Loops aufgesetzt. Das heißt, hierbei werden Feedback-Schleifen eingeführt. Das heißt also Rückmeldungen zwischen den verschiedenen Einheiten. Und diese Rückmeldungen, diese Feedbacks geben dann entsprechend Informationen bzw. auch die Möglichkeit, kontinuierlich zu verbessern. Das heißt, das Ziel von Way 2 ist es, Feedback zwischen den einzelnen Beteiligten, zwischen den Einheiten einzuführen und auch diese Prozessketten zu verkürzen, das heißt zu verschlanken. Das heißt, hier geht es tatsächlich auch um den Lean-Ansatz sehr stark, Verkürzung, Verschlankung, auch Vereinheitlichung und ja, Vereinfachung der Prozessketten. Und
Und über diesen Weg, über diesen Second Way können dann fortlaufend, also kontinuierlich Korrekturen und auch Optimierungen im Rahmen der Softwareentwicklung und dann des Betriebs durchgeführt werden. Das heißt, hierüber wird vor allem auch eine entsprechende Prozessbeschleunigung erreicht. Der dritte Schritt ist dann der Third Way. Das heißt, beim Third Way geht es hier darum, wirklich eine Kulturänderung reinzubringen. Das heißt also wirklich diesen lernenden Ansatz in die Organisation einzubringen, also eine Kultur praktisch zu verankern, dass kontinuierliche Verbesserung und kontinuierliches Lernen und Optimieren verankert wird. Und das Ganze muss natürlich heißen, dass dieser kontinuierlichen Verbesserungen auch Raum in der täglichen Arbeit haben. Das heißt also, dass auch der dafür notwendige Zeit und Freiraum auch eingeräumt wird, um fortlaufend zu optimieren. Charakteristik dessen ist natürlich auch sozusagen einen positiven Umgang mit möglichen Risiken durchzuführen und das Ganze mit dem Ziel, die Verfügbarkeit und die Verbesserung und die Performance des Gesamtsystems herzustellen. Auf der nächsten Seite sehen wir die grundsätzlichen Vorgehensmodelle und vor allem im nächsten Bild auch den Schwerpunkt, auf dem DevOps ausgerichtet ist. In dieser ersten Folie sehen wir das klassische sequentielle Verfahren, also die Wasserfallmethode. Das heißt, wir haben ein sequentielles Vorgehen, das heißt, jeder Schritt, jede Aktivität wird nacheinander durchgeführt und alle Ergebnisse aus der vorherigen Phase gehen direkt in die nachfolgende Phase ein. Also von der Anforderung bis zum Design, bis zum Pilot und Rollout wird alles sequentiell bearbeitet und das ist quasi auch die klassische Methode oder das Modell in Projekten. Und das Modell eignet sich vor allem auch dann, wenn Anforderungen und Vorgaben in der Planungsphase weitgehend konkret und auch präzise definiert sind. Demgegenüber, und das ist das Prinzip des DevOps, haben wir die Agile, die agile Methode. Das heißt, hierbei wird im Gegensatz zum Wasserfall nicht so, ja, sozusagen formal, bürokratisch und strikt das bearbeitet, vor allem auch nicht in einer sequentiellen Methode, sondern wir haben hier eine sehr große agile und inkrementelle Arbeitsweise. Das heißt, der Fokus im Bereich Agile liegt vor allem darauf, dass wir eine große und sehr viel Kommunikation mit dem Kunden haben. Wir haben einen hohen inkrementellen einen sehr großen inkrementellen Ansatz und Planungscharakter. Das Ganze ist sehr flexibel gestaltet im Vergleich zu dieser sehr strikten und stabilen Vorgehensweise im Wasserfallmodell. Und der Planungszeitraum im Agile-Umfang ist auch hierbei sehr kurzfristig gehalten. Im Hinblick auf die Führung, auf den Führungsstil, ist es im Agile sehr selbstorganisiert. Demgegenüber haben wir das im klassischen, im Wasserfallmodell eher ja, delegiert und geführt ausgerichtet. Und die Führungsrichtung beim Agile ist eher bottom-up und beim Wasserfall, wie man es hier bildlich sieht, top-down. Der Agile-Umfang ist auch ein wesentlicher oder zentraler Bestandteil von DevOps. In der Übersicht sehen wir nochmal die Zusammenhänge zwischen Change-Umfang und Change-Häufigkeit. Und da stelle ich auch nochmal dar, warum ist der Agile, der agile Umfang oder das agile Vorgehen so wichtig im Rahmen von DevOps. Also aus dieser Übersicht kann man Folgendes entnehmen. Fangen wir mal hier oben links in dem Bereich an. Da ist praktisch die Aussage, dass wenn man sehr viele Changes hat oder sehr viele Changes gebündelt einführen will, dann ist die Häufigkeit der Change-Einführung sehr niedrig. Das heißt, wenn ich sehr viele Changes auf einmal einführen will, dann kann ich das im Allgemeinen machen, aber dann wird das möglicherweise vielleicht nur ein- oder zweimal oder dreimal pro Jahr passieren. Ein anderes Extrembeispiel ist hier unten rechts. Das heißt, wenn Changes sehr regelmäßig durchgeführt werden sollen oder müssen, dann wird der Change-Umfang
entsprechend sehr niedrig sein. Und die Frage ist jetzt natürlich für Organisationen oder für Projekte, was ist denn praktisch der sozusagen bildlich gesehen richtige Punkt auf diesem Graphen? Das heißt, wo muss ich denn aufsetzen? Und im Grunde kann die Frage nur der Kunde, also nur das Business beantworten. Und die IT muss sich mit ihrer Leistungserbringung, mit ihrer Planung darauf einstellen und dementsprechend auch ihr DevOps darauf ausrichten. Das heißt also mit anderen Worten, welche Reaktionsgeschwindigkeit braucht die IT und wie schnell muss die IT auf die Business-Anforderungen sich ausrichten? Und wenn man das Ganze nochmal spiegelt zu den zwei Bildern, die wir vorher gesehen haben, ist praktisch die Frage, wie viel klassisches Wasserfall brauche ich, beziehungsweise wie viel agiles Vorgehensmodell ist notwendig. Je größer natürlich die Change-Häufigkeit sein muss, umso schneller, umso mehr Agile muss ich natürlich das Ganze entsprechend auch einbringen. DevOps-Prozesse und Wertschöpfung. Im Grunde genommen, durch DevOps ist vor allem auch das Ziel, die Prozesse zu beschleunigen, zu verschlanken und auch den Wertschöpfungsanteil deutlich zu erhöhen. Das heißt, dadurch, dass wir die Teams besser zusammenführen, besser synchronisieren und eine teamübergreifende Zusammenarbeit hergestellt wird, haben wir dafür auch die Basis, dass sich die Prozesse besser aufeinander ausrichten können. Das heißt, wir können Prozesse zwischen Entwicklung und Betrieb zusammenführen, wir können die Prozesse standardisieren, wir können sie verschlanken und wir können vor allem auch den wertschöpfenden Anteil deutlich erhöhen. Wesentlich ist hierbei auch, die Transparenz zu erhöhen, denn nur durch die Transparenz kann man feststellen, wo stehen wir von der Geschwindigkeit, vom Flow, vom Durchsatz und auch von der Qualität und kann das auch dem Business gegenüber transparent ausweisen. Und wir haben durch die Transparenz natürlich auch die Möglichkeit, weiter zu optimieren. Ausrichtung am Mehrwert und an der Wertschöpfung, ich hatte es schon gesagt, wirklich über die Optimierung und über den Wertschöpfungsfluss die IT-Leistungserbringung durchgängig an den Kundenanforderungen auszurichten und den nicht wertschöpfenden Anteil tatsächlich auch zu minimieren. Und als letzter Teil hierbei, der bei DevOps im Bereich Prozesse auch ganz wesentlich ist, den Prozessfluss zu erhöhen, also wirklich sicherzustellen, dass wir einen durchgängigen Flow haben, ohne Unterbrechung, ohne Liegezeiten. Und das heißt natürlich in der Konsequenz, dass auch der Prozess schneller bearbeitet wird. Das heißt, wir haben also auch eine größere Prozessdurchlaufzeit. Das heißt, das, was hier natürlich notwendig ist, sind einheitliche und teamübergreifende Vorgehensmodelle, Methoden und Werkzeuge. Das heißt, für Entwicklung und für Betrieb, um die Prozesse zu vereinheitlichen, zu standardisieren. Und das Ganze muss natürlich dann auch in gemeinsamen Policies verankert werden. Ein weiteres Thema ist der Themenbereich Collaboration, also sozusagen die Zusammenarbeit und Kommunikation. Durch diese bestehenden, oftmals gelebten Silos zwischen Entwicklung und Betrieb hat natürlich jeder seine Informationen. Die Frage ist nur immer, wie durchgängig arbeitet man zusammen und auch wie durchgängig werden die Informationen bereitgestellt. Hier bei DevOps über diese Collaboration, über die Zusammenarbeit geht es darum, ein gemeinsames, bereichsübergreifendes Team, ein virtuelles Team aufzusetzen. Und dieses virtuelle Team hat, das ist ganz wichtig, dann auch gemeinsame Ziele. Und das DevOps-Team ist auch ganzheitlich verantwortlich, also end-to-end, die Ziele zu erreichen und wird auch an der Zielerreichung gemessen. Und es wird auch, muss auch sichergestellt werden, dass die kontinuierliche Verbesserung der Zusammenarbeit und des Informationsflusses aufgesetzt und also etabliert wird. Wichtig dabei ist natürlich, praktisch eine Kultur der Kommunikation und der Zusammenarbeit aufzubauen. Also weg von einem Fingerpointing und hin zu einem gemeinsamen sich verantwortlich fühlen und gemeinsam an den Themen zu arbeiten.
Das bedeutet auch, dass die Zuständigkeiten, das heißt also die Verantwortlichkeiten in DevOps neu geprüft und angepasst werden müssen mit einer Klarheit der Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten. Das Ganze heißt natürlich, dass man sehr offen, fair miteinander umgehen muss und auch sehr respektvoll, um diese Zusammenführung, diese Collaboration, diese Zusammenarbeit herstellen muss. Insofern sehen wir auch wieder Feedback-Mechanismen, das, was einige Seiten vorher dargestellt wurde, dass diese Feedback-Mechanismen ganz wesentlich sind, Rückmeldungen, Feedback zu geben und auch Knowledge und Erfahrung bereitzustellen und auch aus den entsprechenden bisherigen Fehlern gemeinsam zu lernen. Wichtig im Zusammenhang der Zusammenarbeit ist es auch, eine gemeinsame Planung, also eine übergreifende und gemeinsame Planung aufzusetzen. Und auch gemeinsam Entscheidungen zu treffen, hinter dem die auch für alle verbindlich ist und an die sich auch alle gemeinsam halten. Transparenz und Optimierung stellt sich hierbei natürlich die Frage, was ist denn zu optimieren? Das heißt, wo haben wir Optimierungspotenziale? Das heißt, wir brauchen erstmal eine Transparenz des Status und der Anforderungen. Was soll denn wirklich umgesetzt werden? Und das heißt natürlich an der Stelle, was ist denn wirklich für den Kunden erforderlich? Also welche Anforderungen hat der Kunde? Und auch gemeinsam die Anforderungen mit dem Kunden zu priorisieren, um auf Basis der Anforderungen alle Aktivitäten entsprechend darauf auszurichten und schrittweise zu optimieren. Wichtig für das Thema Herstellen Transparenz sind hierbei vor allem auch Methoden zur Visualisierung, also zur bildhaften Darstellung und zur Eindeutigkeit. Das heißt also, das, was hier im Bereich Transparenz und Optimierung angewendet wird, sind vor allem Methoden aus dem Bereich Lean Management, Lean Production. Zum Beispiel ein Thema Kanban, das heißt also eine Methode aus dem Lean-Bereich, das nach dem Pull-Prinzip basiert, über die man sozusagen den Wertschöpfungsprozess bildhaft darstellt und aufträgt, welche Anforderungen bestehen und wo stehen wir im Wertschöpfungsprozess mit der Abarbeitung. Das Ganze wird über ein sogenanntes Kanban-Board dann visualisiert und man hat dadurch dann sehr gute Möglichkeit zu sehen, über diese bildhafte Darstellung, an welchen Stellen stockt denn der Prozess, also wo ist der Flow wirklich zum Erliegen gekommen und das sind dann tatsächlich auch direkt die Ansätze und die Ansatzpunkte zur weiteren Optimierung. Einfachheit und Verständlichkeit beziehungsweise auch ein strukturiertes Vorgehen heißt auch, dass über DevOps entsprechende Prinzipien, Methoden und Vorgehensweisen dann die Klarheit hergestellt wird, wie entsprechend damit vorgegangen wird. Wie gesagt, ein Beispiel dafür ist ein Thema Kanban. Es gibt andere Themen wie beispielsweise Wertstromanalyse, Value Stream Mapping und anderes, um genau die Transparenz entsprechend herzustellen. Tools, natürlich auch eine Frage, inwieweit können Tools unterstützen? Dabei, es gibt auch für DevOps eine ganze Reihe von Tools, die dabei helfen können. Also beispielsweise Tools im Bereich Version Control, also Versionsverwaltung oder auch Code Review, Codeentwicklung. Natürlich auch Tools rund im Themenbereich von Tests und von Codeanalysen, Paketierung, auch zur Automatisierung, Configuration Management etc. Also da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten. Wichtig ist es dabei vor allem auch immer zu schauen, dass man neben den Tools auch nochmal die aktuelle Situation und die aktuelle Landschaft nochmal kritisch auf den Prüfstand stellt. Das heißt, Schnittstellen prüfen, die bestehenden Schnittstellen konsolidieren und bewerten, sind wirklich alle notwendig, kann man die zusammenführen. Denn natürlich, je mehr Schnittstellen auch bestehen, umso fehleranhäufiger wird das Ganze. Und umso mehr hat man natürlich auch das Risiko, dass der Prozessfluss verringert wird. Insofern auch ein Thema
Tools, Technik, damit verbunden aber auch die Verschlankung der Technik und auch hin zur Automatisierung. In dem Zusammenhang Tools und Automation auch die Fragestellung und die Optimierung Transparenz der Daten. Das heißt, hat denn jeder Zugriff auf die Daten, die man benötigt? Wo findet man die Daten? Sind die Daten tatsächlich neu? Oder sind die Daten schon veraltet? Vor allem auch die Fragestellung, wenn Daten mehrfach vorliegen, was sind denn wirklich führende Systeme etc. Insofern hat hier DevOps auch den Rahmen, den Bereich Tools, Datenverarbeitung, Automatisierung ganzheitlich zu optimieren und das Ganze tatsächlich auch übergreifend dem DevOps-Team bereitzustellen. Das heißt, das, was hier ganz wesentlich ist als Gesamtrahmen, ist dieses Thema Knowledge Sharing. Das heißt also das Auflösen von Knowledge-Silos und das Bereitstellen, das ganzheitliche Bereitstellen der Informationen für das Gesamtteam. Ja, ich hatte es eingangs ja schon gesagt, dass DevOps im Moment noch nicht wirklich einheitlich definiert ist. Es gibt noch keine standardisierte Definition. Das, worüber man sich generell natürlich klar ist, ist, dass es darum geht, die Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Betrieb zu verbessern, das Ganze zu optimieren. Aber es fokussiert am Markt aktuell sehr auf IT-Development und IT-Betrieb. Und um letztendlich wirklich end-to-end, also über die komplette Kette hinweg, Optimierung zu erreichen, Durchlaufzeiten zu verkürzen, die Wertschöpfung zu erhöhen, muss das Ganze immer am Kunden ausgerichtet werden. Das heißt also, der Kunde muss mit im Rahmen DevOps betrachtet werden. Das heißt, von Seiten Surfio haben wir folgende Definition für DevOps gewählt. DevOps beschreibt die ganzheitliche Optimierung Zusammenarbeit zwischen Betrieb, Entwicklung, Projekt bzw. auch im Zusammenspiel mit dem Business. Und es umfasst Methoden und Prinzipien des Lean-Managements und Agile-Verfahren in Verbindung auch mit Service- und Projektmanagement. Und das Ganze wird in einem also in einem systemorientierten Rahmen zusammengefasst. Letztendlich, warum ist das Business, warum ist der Kunde so wichtig? Denn letztendlich kann nur der Kunde den Umfang seiner Anforderungen bestimmen, nur der Kunde kann auch priorisieren. Und dementsprechend ist es wichtig, dass sich Projekt, also Entwicklung und Betrieb mit entsprechenden Lean und agilen Methoden darauf einstellt und ausrichtet und das Ganze wertschöpfend erbringen kann. In einer grafischen Darstellung hier mal aufgeführt, sieht das so aus. Wir haben das Business mit seinen Anforderungen. Wir haben die Entwicklung und den Betrieb als gemeinsames DevOps-Team. Und dieses DevOps-Team hat sozusagen bildlich gesehen direkt auch die Kopplung zum Business. Also nicht mehr wie auf einer der Eingangsfolien ein Kommunikationsstrang zwischen Entwicklung und ein separater Kommunikationsstrang zwischen Betrieb und Business, sondern das gemeinsame DevOps-Team ist im direkten und unmittelbaren Austausch mit dem Business. Und die Methoden werden über agile Vorgehensmodelle und auch Lean-Verfahren im Rahmen des DevOps-Teams bearbeitet. DevOps und Service Management, wie hängt das Ganze zusammen? Hier mal in einer zusammenfassenden Darstellung. Wir haben grundsätzlich aus Service Management die Zusammenhänge, wir haben die Strategie, aus dem dann das Design abgeleitet wird, parallel oder parallelisiert zum Design erfolgt dann die Transition mit dem Build-Test etc. Wir haben den Übergang zwischen Transition und Operation mit dem Early Life Support und fortlaufende Improvements. Die iterativen Sprint, also das Projektmanagement vor allem im agilen Bereich, ist hier zugeordnet. Das heißt, das Bild sagt aus, dass im Bereich DevOps das DevOps-Team zwischen oder den Schirm umspannt von Design, Transition, Operation und dem Improvement-Teil, nämlich dort, wo sozusagen das DevOps-Team dauerhaft und kontinuierlich optimiert.
Das DevOps-Team oder im Rahmen des DevOps-Teams ist nicht enthalten aus der Service-Management, IT-Service-Management-Perspektive das Thema Strategie. Warum? Weil durch die Strategie der Rahmen und die übergreifenden Ziele vorgegeben werden, damit das DevOps-Team auch entsprechend arbeiten kann. Die Bearbeitung von DevOps erfolgt, wie gesagt, hier im iterativen Verfahren, das heißt durch iterative Sprints. Das heißt in der Konsequenz, dass DevOps mit seinen Sprints, auch mit seinem sozusagen Anpassen, mit seinem Tailoring des Projektmanagements auch sauber verzahnt werden muss mit dem Projektmanagement. Das heißt, wir haben sozusagen die Kombination zwischen Service Management, Projektmanagement und DevOps, das sauber zusammen kombiniert und synchronisiert werden muss. Um das Ganze sauber einzuführen bzw. später auch entsprechend betreiben zu können, gibt es kritische Erfolgsfaktoren und hier mal einige wichtige benannt für DevOps. Ganz wesentlich ist ein Management-Commitment. Das heißt, ich hatte schon gesagt, worüber wir hier sprechen, das Auflösen von Silos, das Zusammenführen des Teams, diese ganzheitliche Verantwortlichkeit, das ist tatsächlich ein Kulturwandel, der hergestellt werden muss. Und um diesen Kulturwandel herzustellen, ist hier ganz, ganz wesentlich die Management-Zusage, auch die Sichtbarkeit und auch der Wille des Managements, DevOps einzuführen und die entsprechenden Mehrwerte daraus zu erzielen. Damit DevOps funktioniert und die Zusammenarbeit, diese Collaboration und die ganze Optimierung zusammengeführt werden kann, müssen entsprechend natürlich auch Vorgaben, Strukturen eingeführt werden. Das heißt also auch das Einführen der Strukturen ist ein wesentlicher Punkt und auch das Thema das kontinuierliche Lernen und die Veränderung und das nicht nur sozusagen als einmalige Aktivität, sondern das wirklich einzubringen in die Organisation, dort zu verinnerlichen, dass es in der täglichen Arbeit dieses permanente Lernen bzw. Improven, diese kontinuierliche Optimierung entsprechend auch umgesetzt werden kann. Wesentlich sind damit natürlich auch verbunden DevOps-Fähigkeiten. Das heißt, ich hatte schon gesagt, es geht nicht darum, eine komplett neue Abteilung aufzusetzen oder ein komplett neues Team, sondern die Teams zusammenzuführen, die Zusammenarbeit zu verbessern, die Prozessoptimierung durchzuführen, die Wertschöpfung etc. Das braucht natürlich Skills, Fähigkeiten. Das heißt, hier müssen diese DevOps-Fähigkeiten entsprechend auch aufgebaut werden. Dementsprechend müssen natürlich auch die Methoden aus dem Agile und Lean-Bereich angewendet und auch organisatorisch verankert werden und auch das Thema offene, faire und respektvolle Kommunikation. Wesentlich ist auch, die wichtigen und die richtigen Metriken auszuwählen und auch einzuführen, um genau die Transparenz herzustellen, wo stehen wir, was haben wir schon erreicht, was sind die Ergebnisse, die wir erzielt haben und wo können wir noch weiter optimieren, das Ganze metrikbasiert entsprechend umzusetzen. Letztendlich ein kritischer Erfolgsfaktor ist auch, die notwendige Balance herzustellen zwischen Automatismus, Automation, Struktur, aber auch dem Themenbereich Agile und menschlicher Interaktion und auch, ich hatte es schon genannt, ein zielführendes Tailern, also ein richtiges Maßschneidern des Projektmanagements, der Agile-Verfahren, der Lean-Verfahren und der Optimierungsverfahren. Das Ganze sauber zu planen und auch einzuführen. In der Zusammenfassung nochmal. Also was wir gesehen haben, es ist bei DevOps nicht damit getan, Development und Operation zusammenzuführen und es ist vor allem auch kein IT-internes Thema. Wir brauchen das Business als Trigger und wir brauchen das Business direkt für die
Kommunikation, für den Austausch und für die fortlaufende Optimierung. Bei DevOps sprechen wir, wie wir sagten, wirklich über einen kulturellen Wandel der Organisation, Silos aufzubrechen und die Art und Weise der Zusammenarbeit zu optimieren und auch grundsätzlich zu verändern an der Stelle. DevOps steigert die Wertschöpfung, das heißt alle Themen Sicherstellung des Flows, des Flusses, Optimierung, Verschlankung der Prozesse, Ausrichtung des Projektmanagements, Steigerung der Performance etc. Das sind alles Dinge, die die Wertschöpfung steigern. An der Stelle Wertschöpfungssteigerung der IT und auch des Business. Und die Verfahren Lean und agile Verfahren, die beschleunigen natürlich die Delivery. Das Ganze in einem ganzheitlichen, also in einem abgestimmten Rahmen. Wesentlich oder Voraussetzung, man muss es natürlich wollen. Das heißt also, das erfordert den Willen und auch die Aufgeschlossenheit der Umsetzung. Im Grunde bietet DevOps sehr viele Chancen. Qualitätssteigerung, Stabilität, auch die schnellere Umsetzung, schnelleres Time to Market, Umsatzsteigerung etc. Sehr viele Chancen, man muss es entsprechend auch angehen und strukturiert umsetzen. An der Stelle der Hinweis zu den Produkten, die wir im Rahmen von DevOps anbieten. Wir werden ab August eine ganze Reihe von Produkten anbieten. Sie können sich gerne die Informationen auf unserer Homepage in Kürze abrufen. Wir werden zum einen anbieten ein DevOps-Training, das heißt also, das ist eine Zweitagesschulung und darüber werden Sie die Methoden, die Zusammenhänge und die grundsätzlichen Fähigkeiten von DevOps lernen. Das Ganze wird sehr interaktiv gestaltet werden, das heißt, es wird auf Basis einer integrierten DevOps-Simulation durchgeführt. Das hat für Sie natürlich den Vorteil, dass durch diesen hohen Grad an Interaktion und dieser Workshop-basierten Arbeit, man kann direkt die Methoden von DevOps anwenden. Also es ist nicht reine Theorie, sondern tatsächlich auch praktisch nutzbar und anwendbar. Die Voraussetzung für die Schulung, für das Training ist, es werden keine Zertifizierung benötigt. Wichtig allerdings ist vom Gesamtverständnis, dass man Grundlagenkenntnisse von ITIL und auch Grundlagenkenntnisse von Projektmanagement mitbringt. Das hilft ganz einfach im Rahmen der Gruppenübungen für das Gesamtverständnis, um das entsprechend zuzuordnen. Darüber hinaus werden wir anbieten ab August ein Integration-Modell, das heißt also eine ganzheitliche Übersicht, ein Plakat, in dem das Zusammenspiel zwischen Service Management, Projektmanagement und DevOps in einem ganzheitlichen Rahmen, also in einem Integration-Modell, dargestellt wird. Das Ganze wird als Download kostenfrei über unsere Homepage abrufbar sein. Und als dritten Punkt, auch ab August, wir werden weitere Informationen zu DevOps und auch zu den angrenzenden Frameworks und Methoden als White Paper bereitstellen. Ja, soweit zu DevOps. Dann würde ich dir das Wort wieder übergeben, Sandra, für die nächsten Schritte. Ja, vielen Dank, lieber Michael, für deine Präsentation. Kommen wir nun zu den gestellten Fragen. Es sind einige Fragen eingetroffen. Gerne möchte ich mir hieraus 2 bis 3 herauspicken. Ein Teilnehmer möchte gerne wissen, wie verändern sich durch DevOps die Aufgabenschwerpunkte von Betrieb und Entwicklung? Soll jeder Mitarbeiter in DevOps alle Aufgaben bearbeiten können? Okay. Also generell Ziel von DevOps ist es ja, die Zusammenarbeit, also die Interaktion von Betrieb und von Entwicklung zu optimieren. Also das heißt, bestehende Silos aufzulösen und die übergreifende Zusammenarbeit herzustellen, Kommunikation, Wissensaustausch. Das heißt, Ziel ist es, wegzugehen von getrennten Teams mit eigenen und auch gegensätzlichen Zielen und das Ganze zu vereinheitlichen und in jeweils entsprechende Teams zusammenzuführen, die auch an gleichen Zielen arbeiten.
Das heißt also, das Ziel des Teams soll es praktisch nicht sein, dass künftig jeder alles bearbeiten soll und kann, also nicht, dass auch Betrieb Entwicklung erbringen soll und muss und umgekehrt, sondern es geht vielmehr darum, dass die Arbeitsweisen so angepasst werden, dass die Entwicklung beschleunigt wird, dass die Entwicklung schneller umgesetzt werden kann und auch, dass die Entwicklung direkt aus den Kundenanforderungen abgeglichen werden kann. Gleichermaßen heißt das auch, dass der Betrieb seine Aktivitäten und ja auch seine Organisation bzw. die Geschwindigkeit zur Umsetzung, das heißt Übernahme in Produktion, Monitoring, Überwachung, Betrieb etc. genau aus der Entwicklung ableiten kann. Also das heißt, in der Zusammenfassung, es geht nicht darum, dass jeder alles machen können soll, sondern Ziel ist es, dass durch die verbesserte Zusammenarbeit der Prozessfluss so verbessert und ja, praktisch aufeinander abgestimmt wird, dass man schneller, agiler und auch wertschöpfender arbeiten kann, ohne Unterbrechung und auf jeweils klare Ziele ausgerichtet. Dankeschön. Ein weiterer Teilnehmer möchte gerne wissen, wie kann die Zusammenführung der Teams erreicht werden? Okay. Ja, es ist generell immer das Thema, also bei dem Zusammenführen von Teams, dieses Zusammenbringen von bisher bestehenden Teams, das kann man praktisch nicht per reiner Ansage umsetzen oder erzwingen. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, es gibt jetzt eine Anweisung, ab morgen wird sauber zusammengearbeitet. Vorher waren es getrennte, isolierte Teams und ab morgen wird das alles anders. Das wird so schwer umsetzbar sein. Das heißt, jedes Team hat natürlich seine Perspektiven, seine Aufgaben verfolgt bisher und die Frage ist jetzt, wie kommt man zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit? Letztendlich ist es im ersten Schritt schon mal wichtig, ein gemeinsames Verständnis herzustellen für die Sichtweise des anderen Teams. Also das heißt, ein Beispiel für eine Entwicklung herzustellen. Warum hat denn beispielsweise der Betrieb nicht direkt die Applikation in Produktion übernommen? Warum gibt es viele gefühlte Formalismen? Was sind denn die Beweggründe, dass die Applikation nicht direkt übernommen wurden? Das heißt, erstmal ein Verständnis herzustellen, warum wurde das bisher in der und der Form bearbeitet? Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise auch, Verständnis von Operations herzustellen. Das heißt, warum will denn eine Entwicklung die Applikation so schnell übergeben und warum sollen die Tests und die Testzyklen so kurzfristig nur ausgerichtet werden? Das heißt, im ersten Schritt geht es wirklich darum, ein gegenseitiges Verständnis herzustellen für die Sichtweise des anderen Teams. Warum hat man das bisher so gemacht? Was waren die Hintergründe? Es geht nicht um Misstrauen, sondern es geht jeweils darum, zu verstehen, was die jeweiligen Ziele und die Hintergründe des jeweils anderen Teams waren. Und dieses Verständnis herzustellen, ist dann praktisch der erste Punkt, um auch ja eine Aufgeschlossenheit reinzubringen und zu sagen, okay, bisher waren es getrennte Teams, es wurde so und so gemacht aus den und den Gründen. Jetzt sind wir ein virtuelles Team mit gleichen Zielen und was muss denn notwendig sein, um gemeinsam die Ziele zu erreichen? Und dann das Team oder die Teammitglieder auch alle aktiv einzubinden, die Ausgestaltung vorzunehmen. Vielen Dank, Michael. Somit sind wir schon am Ende mit unserem heutigen Webinar. Wie anfangs erwähnt, werden Ihre gestellten Fragen im Nachgang von uns bearbeitet und Ihnen per E-Mail zugestellt. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Die nächsten Termine und Webinare finden Sie auf unserer Webseite www.surfview.de. Wir würden uns freuen, Sie bei dem einen oder anderen Webinar wieder begrüßen zu dürfen. Damit möchten wir uns bei allen Teilnehmern für Ihre Aufmerksamkeit und Ihren Wissensdurst bedanken. Sie werden in den nächsten Tagen noch die angekündigte E-Mail mit den Fragen und Antworten erhalten. Somit beenden wir das Webinar für heute und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und ein wunderschönes Wochenende.